Yeah. Hi, ich bin Carrie und ich bin für euch heute auf dem dritten Fashion Run in Berlin von Brands for Friends. Und 17 auserwählte junge Damen inklusive mir, die modebewusst sind, dürfen heute Pakete jagen an drei verschiedenen Hotspots in Berlin, unter anderem Brandenburger Tor und Hackischer Markt. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, wer ein Paket findet, darf es behalten. Und darin befinden sich Designerklamotten im Wert von mehreren tausend Euro. Ich renne für JamFM mit und die Pakete, die ich heute bekomme, die könnt ihr gewinnen. Aber wie, dazu mehr später. Was steht jetzt noch an? Wie müssen wir noch viel rennen? Erklär mal ein bisschen die Challenge jetzt. Jetzt müssen wir hier vom Potsdamer Platz die ganze Straße hochrennen und dann links abbiegen. Aber das ist bestimmt über einen Kilometer, also das ist richtig weit. Und die ersten drei bekommen noch ein extra Paket, deswegen muss man schnell sein. Nee, Nummer 5? Genau. Ich hör auf zu rauchen. Wie ihr seht, ich kann nicht mehr. Ich bin völlig außer Atem. Wir sind jetzt hier gerade Straße 17. Juni und es war heiß und anstrengend, ja. Ich habe auf jeden Fall schon zwei Pakete, wollte ich nur mal sagen. Ich bin gut dabei. Aber jetzt kommt noch die dritte Challenge und da gebe ich mir auf jeden Fall noch mehr Mühe. Wir sind jetzt hier oben auf dem Mount Mitte. Ich frage mal ganz kurz, wie hoch ist es hier? Also auf der obersten Plattform, wo wir jetzt gerade sind, 13 Meter. Hört sich nicht so hoch an, ist aber viel höher, ja. Sieht auch auf jeden Fall sehr hoch aus. Scheiße! Fashion Run 2012 ist jetzt zu Ende. Wie hat er dir denn gefallen? Sehr gut, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch auch zuzugucken, wie ihr die Pakete gesucht habt und wie ihr sie natürlich dann im Endeffekt auch ausgepackt habt. Wärst du denn gerne mitgelaufen oder hat das dir das Zusehen viel mehr gefallen? Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja im Endeffekt, habe ich ja auch mitgemacht. Ich bin ja dann geklettert und habe mir dann mein eigenes Paket ergattert und bin damit auch absolut glücklich. Ihr könnt so ein Überraschungspaket von Brands for Friends gewinnen, wenn ihr mir die Frage beantwortet, in welcher Staffel von Germany's Next Topmodel Rebecca Mir Zweitplatzierte geworden ist. Also eure Antwort hier drunter posten und ihr könnt so ein super tolles Überraschungspaket gewinnen mit Designerklamotten.